Liebe junge und jung gebliebene Gäste, ich begrüße euch ganz herzlich zu dieser heutigen Abstimmungsdebatte. Es ist eine sehr effiziente, es ist eine Debatte zu zwei großen und wichtigen Themen. Wir organisieren diese Veranstaltung in Zusammenarbeit mit dem Generationenhaus und zwar im Rahmen ihres großen Projektes Forever Young. Hat davon jemand schon etwas gesehen? Forever Young. Ja, ich habe hier sogar ein Plakat aufgefaltet, sieht das dann so aus. Voilà. Forever Young. Und das kam so, dass Detlef Vögeli uns vor einiger Zeit angefragt hat, ob wir in diesem Projekt mitmachen möchten. Und wir haben eigentlich sofort zugesagt. Nicht nur, weil wir das Thema spannend finden, sondern weil wir der Ansicht sind, dass eine Verknüpfung der gesellschaftlichen Diskussionen, die ihr seid übrigens da, ich begrüße in dem Sinne nicht nur die Gäste von heute Abend, sondern auch vom Generationenhaus Thiel Grünewald und Detlef Vögeli, weil eben die gesellschaftlichen Themen, die im Generationenhaus diskutiert werden, spannend sind zu verknüpfen mit den politischen Aspekten, die wir hier diskutieren. Und das sind die Dinge, die uns interessieren. Wer die Ausstellung oder eben ein taktiles, ein Hör- und Seherlebnis erfahren möchte, dem sei die Ausstellung im Generationenhaus dann sehr empfohlen. Wir werden diese Zusammenarbeit weiterführen. Nach den Sommerferien werden wir ein weiteres Thema aufgreifen zusammen, die Frage Pflege im Alter, Pflegeinitiativen. Und in diesem Sinne werden wir das einerseits im Generationenhaus tun und das Zweite ist, wir werden auch versuchen, neue Diskussionsformen auszuprobieren. Und man könnte diese Zusammenarbeit sogar noch etwas weiterdenken, wenn wir jetzt überlegen, wir haben das Generationenhaus, dann das Politforum, das Bundeshaus, Kornhausforum, dann das neue Casino, das auch gesellschaftliche Themen aufgreifen will, hoffentlich bald das offene Rathaus und dann das Münster, ist das eigentlich wie so eine Verknüpfungslinie, wo man gesellschaftliche und politische Themen gemeinsam behandeln kann. Aber das nur ein Nebengedanke, wir gehen zurück zum Thema, Forever Young. Wenn man ewig lebt, stellt sich ja schon die Frage, wie lange man AHV erhalten soll für dieses Leben. Und in dem Sinne haben wir dieses Thema aufgegriffen, man könnte das theoretisch mit vielen Modellen diskutieren. Es ist aber so, dass derzeit eine Abstimmung bevorsteht, das wissen wir alle, eben am 19. Mai. Und in dieser Abstimmung ist die AHV eines der beiden zentralen Themen. Und in diesem Sinne ist eben auch die Frage eine sehr konkrete, wo die Stimmbevölkerung, wir alle, demnächst eine Antwort geben werden. Und in dem Sinne diskutieren wir das heute sehr aktuell und eben nicht theoretisch. Ich sage vielleicht noch zwei Worte zur AHV. Ich meine, es gehört zentral zum Selbstverständnis der Schweiz. Ich hatte das Glück, mehrere Jahre mit dem Altbundesrat Hans-Peter Tschudi zusammenzuarbeiten. Er hat noch im hohen Alter für die Gewerkschaftszeitung, wo ich Redaktor war, maschinengeschriebene Texte zur AHV, zum Arbeitsrecht geschrieben, mir zugesandt, ergänzt mit handschriftlichen Ergänzungen und Ermutigungen, wie wir das machen sollen. Und das hat mich sehr berührt und es hat mir eben auch gezeigt, wie das eben dieser Altbundesrat, der von 1959 bis 1973 zuständig war im Departement des Innern für die AHV, wie sehr er das Thema auch im hohen Alter, wie wichtig ihm das war. Und dazu kam, dass ich an der Eingangstüre zu meinem Büro im Gewerkschaftshaus hatte ich das Originalplakat der Abstimmung von 1947 über die Einführung der AHV. Ich weiß nicht, ob das jemand noch im Kopf hat. Das ist so ein junger Charakterkopf und davor sitzt ein älterer Herr, der sich ausruht. Und ich glaube, ich bin vermutlich der Einzige im Land, für den dieses Plakat nicht eine Assoziation mit Ausruhen hat, sondern mit Arbeiten, weil ich da wusste, ich gehe dann ins eigene Büro. Dass die AHV verknüpft ist mit einer ebenso wichtigen anderen Thematik, nämlich der Steuerpolitik, das macht die Sache nur noch etwas verzwickter. Ich will vielleicht dazu ein Wort sagen. Wir haben
immer wieder Diskussionen hier im Politforum zum Verhältnis repräsentative und direkte Demokratie, auch mit ausländischen Gästen. Und dabei ist mir aufgefallen, wie wichtig eigentlich das unterschiedliche Rollenverständnis ist, das eben ein Parlament gestalten soll und dass bei der Abstimmung dann die Abstimmung darüber eben rauskommt, ja oder nein, ist das eine gute Lösung oder nicht. Und ich glaube, diese unterschiedlichen Rollen sind wichtig und müssen aufeinander abgestimmt werden. Ich sage das ohne die Frage Kompromiss oder Kuhhandel vorwegzunehmen. Ja, wir haben eben für verzwickte Diskussionen, und da bin ich sehr froh, einen Diskussionsleiter, der geübt ist mit diesen verzwickten Diskussionen. Er arbeitet unter anderem im Politforum, aber eben auch bei Reformierte in Dialog. Und das ist Michael Braunschweig. Ich übergebe ihm jetzt dann gerne gleich den Abend mit den Gästen. Der Abend wird aufgezeichnet auf YouTube. Wer das nicht möchte, dass er aufgenommen wird oder sie, soll sich bei mir melden. Ansonsten kann man nachher dann, wenn man nicht allem gefolgt ist, nachschauen. Viel Vergnügen, besten Dank. Merci. Vielen Dank, Thomas Göttin, für diese freundliche Begrüßung und die einleitenden Worte. Ja, wir haben es behelfsmäßig Abstimmungsdebatte zum AHV-Steuerdeal genannt, weil der vollständige Name, der verrät schon, dass es kompliziert ist. Eigentlich ist es eine Abstimmungsdebatte über das Bundesgesetz, über die Steuerreform und die AHV-Finanzierung. Es sind ja eigentlich drei kontroverse Fragen, die heute zur Abstimmung stehen. Das bietet natürlich viel Angriffsfläche für Kritik. Drei Fragen, nämlich einerseits die Steuervorlage, die Änderungen im Steuerrecht, die AHV-Vorlage und dann noch die Verknüpfung. Über alle drei Themen wollen wir heute diskutieren. Aber damit Sie zunächst ein bisschen besser verstehen und wir ein gemeinsames Grundverständnis davon haben, worum es denn heute Abend gehen soll, eine kurze Einführung, die wir Ihnen gerne per Video zeigen. Es ist das Erklärvideo der Bundeskanzlei. Jetzt muss ich das, glaube ich, anmachen. Entschuldigen Sie. Das Bundesgesetz über die Steuerreform und die AHV-Finanzierung geht zwei drängende Probleme an. Erstens muss die Schweiz die Unternehmenssteuer anpassen, damit sie internationalen Anforderungen entspricht und wettbewerbsfähig bleibt. Zweitens bringt das Gesetz der AHV mehr Einnahmen, denn die AHV steckt zunehmend in finanziellen Nöten. Gegen das Gesetz wurde das Referendum ergriffen. Worum geht es im Detail? 2017 wurde über zwei Vorlagen abgestimmt, die beiden Probleme lösen wollten. Beide, die Unternehmenssteuerreform 3 und die Altersvorsorge 2020, wurden abgelehnt. Daraufhin haben Bundesrat und Parlament ein neues Gesetz erarbeitet. Es verknüpft die Anliegen und beinhaltet eine Steuerreform und eine Zusatzfinanzierung für die AHV. Das Ziel ist ein wettbewerbsfähiges Steuersystem und die Stärkung der AHV. Der erste Teil der Vorlage sieht vor, die heutigen Steuervergünstigungen für überwiegend international tätige Firmen abzuschaffen. Das ist nötig, weil sie nicht mehr den internationalen Anforderungen entsprechen. Künftig würden für alle Unternehmen in der Schweiz die gleichen Regeln gelten. Damit der Wirtschaftsstandort Schweiz attraktiv bleibt, würden neue international akzeptierte Steuerermäßigungen eingeführt. Diese Vergünstigungen erhielten alle Unternehmen, die in Forschung und Entwicklung investieren. Schließlich sieht die Reform vor, dass Aktionärinnen und Aktionäre höhere Steuern auf Dividenden bezahlen müssen. Umgesetzt würde die Reform vor allem in den Kantonen. Viele planen, die Steuern für Unternehmen zu senken. Kurzfristig hätte die Steuerreform
tiefere Einnahmen für Bund und Kantone zufolge. Es geht um schätzungsweise 2 Milliarden Franken pro Jahr. Die genauen Auswirkungen hängen allerdings von vielen Faktoren ab. Zum Beispiel davon, wie die Kantone die Reform umsetzen oder wie die Unternehmen darauf reagieren. Langfristig könnten gemäß einer Studie der Eidgenössischen Steuerverwaltung sogar Mehreinnahmen gegenüber heute resultieren. Der zweite Teil der Vorlage sieht vor, dass die AHV jährlich 2 Milliarden Franken mehr erhält. Das ist nötig, weil die Einnahmen der AHV schon heute nicht mehr ausreichen, um die Ausgaben zu decken. Zudem erreichen in den kommenden Jahren geburtenstarke Jahrgänge das Pensionsalter. Für die Finanzierung würden die Lohnabzüge um 0,3% erhöht. Pro 1.000 Franken Lohn entspricht das für Arbeitnehmende und Arbeitgeber je 1,50 Franken. Das wäre die erste Erhöhung der Beiträge an die AHV seit 40 Jahren. Zusätzlich würde der Bund seinen Beitrag an die AHV um 800 Millionen pro Jahr erhöhen. Das Gesetz wird von verschiedenen Komitees Das werden wir ja dann gleich noch in der Podiumsdiskussion hören, was die Argumente der Befürworterinnen und Befürworter und der Gegnerinnen und Gegner sind. Deswegen möchte ich da nicht vorgreifen. Die Folie wechseln. An die Unternehmen bezahlen. Die Vorlage beschere dem. Wenn man sich aber den Parteienspiegel ansieht, die Positionsbezüge der Parteien und Verbände, dann sieht man ein interessantes Bild. Nämlich auf Seite der Befürwortenden so gut wie alle, also Bundesratsparteien plus die BDP und die Jungfreisinnigen der Schweiz. Außer der SVP. Die SVP, die hat Stimmfreigabe beschlossen. Zahlreiche Verbände von Economy Suisse über Gewerbeverband, Arbeitgeberverband, Finanzterritorienkonferenz, Städteverband, Swiss Holdings und Gemeindeverband. Auf Seite der Gegner der Vorlage sind es insbesondere die Jungparteien, außer der Grünen Partei der Schweiz und der Grünen-Liberalen Partei, die beide, die Schweizer Parteien, die Nein-Parole beschlossen haben. Die JUSO, die Jungfreisinnigen Bern, anders als die Jungfreisinnigen Schweiz. Ich hebe das deswegen hervor, weil wir mit Adrian Willi einen Vertreter der Jungfreisinnigen Bern heute Abend hier haben. Die junge SVP, die junge BDP und die jungen Grünen-Liberalen. Man sieht also, einerseits tut sich ein Generationengraben auf und andererseits spaltet die Vorlage auch innerhalb der Parteien. Also die SVP beispielsweise eben hat Stimmfreigabe beschlossen. Nun möchte ich Sie einladen, bevor wir in die Podiumsdiskussion steigen, für eine erste Meinungsumfrage oder Stimmungserhebung. Und zwar möchte ich fragen, wenn Sie heute Abend jetzt vor gewalteter Diskussion gewissermaßen abstimmen könnten, würden Sie die Vorlage zum Steuergesetz und die AHV-Finanzierung annehmen? Wenn ja, so bitte ich Sie, das mit Handzeichen zu signalisieren. Und ich zähle mal kurz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Und wer würde Nein stimmen? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 13 Ja. Zu 9 Nein. Das, ja, da gibt noch Spielraum. Ne? Wer würde sich enthalten? 1, 2, 3. 3 Enthaltungen. Wenn ich weiter fragen darf, wie finden Sie die Verknüpfung? Finden Sie die Verknüpfung in Ordnung? Wenn Sie finden ja, dann bitte ich Sie nochmals, die Hand zu erheben. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wer findet die Verknüpfung nicht in Ordnung? Das ist jetzt sehr interessant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15. Wem ist das egal? Eine Person.
Und wenn Sie separat über die Steuervorlage abstimmen könnten, würden Sie die Steuervorlage annehmen? Wenn ja, bitte ich Sie nochmals Hand zu erheben. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nein. 1, 2, 3, 4, 5. Ein interessantes Bild. Ich werde die Frage dann nochmals stellen, mal schauen, auf was für Zahlen wir kommen. Wem ist es egal, die Steuervorlage? Eine Person. Und wenn Sie separat über die AHV-Finanzierung abstimmen könnten, würden Sie die Vorlage annehmen? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Aha. Und wer würde sie ablehnen? 1, 2, 3, 4, 4. Wem ist die AHV egal? Das können jetzt nur Junge sein. Auch die nicht. Null. Das ist eindeutig. Wunderbar. Also, das sind Steuern, das ist AHV, das ist die Verknüpfung und das ist Gesamt. Spannendes Resultat. Die Verknüpfung, mehrheitlich Ablehnung, aber im Moment sozusagen trotzdem Zustimmung zum Gesamtpaket. Gut, nun möchte ich das nicht länger hinziehen, sondern zur Podiumsdiskussion schreiten. Und ich darf die Diskutantinnen und Diskutanten aufs Podium bitten. Ich werde sie dann gleich vorstellen. Ich bewege mich zu viel. Ich darf begrüßen und ich glaube, ich darf das sagen, Adrian Wüttrich, Nationalrat der SP. Es ist eine besondere Ehre, Sie heute Abend, also es ist eine besondere Ehre, Sie alle heute Abend hier zu haben, aber es ist eine besonders besondere Ehre, weil Sie heute auch Geburtstag haben. Und wir fühlen uns sehr geehrt, dass Sie diesen Anlass gewissermaßen mit uns heute hier feiern. Vielen Dank. Also alles Gute schon mal vorweg. Adrian Wüttrich ist Präsident von Travail Suisse und wie gesagt Nationalrat der SP. Er ist aus Huttwil gewissermaßen Vertreter des Oberaargaus. Ich sage das deswegen, weil Sie feststellen werden, dass wir gewissermaßen regional sehr gut vertreten sind heute Abend. Dann darf ich begrüßen Silvia Steidle. Sie ist Finanzdirektorin der Stadt Biel, gehört der FDP an und, wie sie mir verraten hat, demnächst, voraussichtlich, wenn alles mit rechten Dingen zugeht, Präsidentin, jetzt muss ich es lesen, der Konferenz der städtischen Finanzdirektorinnen und Direktoren. Also sie vertritt heute Abend nicht nur die Stadt Biel, sondern gewissermaßen auch die Konferenz, die Städtekonferenz der Städte der Schweiz. Weiter darf ich begrüßen Nathalie Imboden. Sie ist die Stadtbernerin in der Runde heute Abend. Generalsekretärin des Schweizerischen Mieterinnen- und Mieterverbandes. Gehört der Grünen Partei an, Vizepräsidentin der Grünen Partei des Kantons Bern und Grossrätin für die Grüne Partei. Herzlich willkommen. Und Adrian Willi. Adrian Willi, wenn wir bei den Regionen anfangen wollen, vertritt das Oberland. Er ist Informatiker, Vizepräsident, Vizevorstand der Jungfreisinnigen des Kantons Bern. Berner Oberland. Berner Oberland. Ah, danke, Berner Oberland. Genau, und gehört jetzt eben dieser abtrünnigen Splittergruppe der Jungfreisinnigen an, die sich da nicht der Schweizer Meinung angeschlossen haben, gewissermaßen. Ihnen allen ein herzliches Willkommen und ich bin sehr gespannt auf die Debatte heute Abend. Drei kontroverse Fragen stehen zur Diskussion und ich möchte Sie fragen, was kritisieren Sie, Herr Willi, an der Abstimmungsvorlage? Also vor allem die Verknüpfung der beiden Vorlagen, denn in einem direktdemokratischen System ist es höchst problematisch, solche Vorlagen zu machen. Mit einer Initiative dürfte man das gar nicht machen und ich finde es schon ein bisschen bedenklich, dass man das jetzt so macht im Parlament. In Deutschland wäre das möglich und auch normal,
aber nicht in der Schweiz. Und deshalb muss diese Vorlage unbedingt abgelehnt werden, sonst öffnen wir Tür und Tor für weitere solche Verknüpfungen, die eigentlich unser System untergraben. Und deshalb finde ich das ein sehr zentraler Punkt. Aber ich bin natürlich auch nicht mit der AV einverstanden, dass man dort einfach mehr Geld in ein System schüttet, das nicht funktioniert. Man sollte besser mal die Löcher stopfen, wo das Geld einfach so hinausfließt. Okay, vielen Dank. Was ist Ihr Kritikpunkt oder Hauptkritikpunkt, Frau Imboden? Also guten Abend miteinander. Mein Hauptkritikpunkt ist die Steuervorlage. Die AHV-Vorlage finde ich gut, also die unterschreibe ich 100%. Ich denke, es ist auch wichtig. Bei der Steuervorlage werden alte Schlupflöcher durch neue Schlupflöcher ersetzt. Und ich denke, das ist eine schwierige Entwicklung. Und das andere ist die Auswirkungen auf die Kantone. Der Steuerwettbewerb wird angeheizt und es fehlen unter dem Strich, das hat man auch in der Eingangspräsentation gesehen, ungefähr 2 Milliarden in den Kantonen. Und das wird dann, ich bin auch vor allem auf Kantonsebene aktiv, das fehlt uns dann für die Berufsschulen, das fehlt uns dann bei wichtigen Dingen, die wir eigentlich aus öffentlicher Hand finanzieren wollen. Vielen Dank. Dieselbe Frage auch Ihnen. Bei Ihnen ist es ja besonders interessant, weil Sie ja bei der letzten Abstimmung haben gesehen, die USR 3 war ja eigentlich die Vorläufervorlage. Da waren Sie Gegnerin, zusammen mit Ihrem Kollegen Daniel Leupi vom Städteverband. Jetzt sind Sie dafür. Was hat Sie dazu bewogen, nun sozusagen die Vorlage zu unterstützen? Bien, bonsoir. Es gibt eigentlich drei wichtige Elemente, wieso die Städte jetzt auch diese Vorlage unterstützen, im Gegensatz von der Unternehmenssteuerreform 3. Der erste ist die Gemeinklausel. Das heißt, dass die Kantone einen Teil von dem Bundesanteil werden auch den Städten müssen übergeben. Und das ist ganz wichtig, dass die Städte auch ihre Ausfälle könnten gegenfinanzieren. Das ist der erste sehr wichtige Punkt, wo die Unternehmenssteuerreform nicht beinhaltet wurde. Zweitens hat der Kantonsanteil wurde zu 21,2% eigentlich erhöht. Das ist auch ein wichtiger Punkt. Die Städte hätten gesagt, wenn das der Bundesanteil von der Bundessteuer einfach gesunken wäre, dann hätten die Städte das nicht unterstützt. Drittens, last but not least, das ist einer der wichtigsten Punkte, und dann schaue ich ein bisschen den FDP-Kollegen, aber das ist sehr wichtig. Die Kantone akzeptieren mit dieser Vorlage eine gewisse Steuerharmonisierung, die ist wichtig. Auch die FDP-lerin darf das sagen, das ist für die Schweiz wichtig, dass die Städte, dass die Kantone nicht eine wilde, ganz eine wilde Konkurrenz sich machen mit der Dividendenbesteuerung, mit der einem Anteil von der wo man muss besteuern von der Unternehmen. Da haben wir eine gewisse Harmonisierung, nicht eine ganze Harmonisierung, aber das ist für die Schweiz, ist für das ganze Land eine gute Sache, denn sonst haben wir eigentlich Konkurrenz zwischen den Kantonen. Vielen Dank. Herr Wüthrich, Sie müssen ja gewissermaßen von Amts wegen die Vorlage nun vertreten. Sie sind ja in der Runde jetzt der einzige Parlamentsvertreter. Was spricht aus Ihren Augen für die Vorlage? Ja, guten Abend. Ich müsste das selbstverständlich nicht tun als Parlamentarier, da wäre ich frei. Aber ich habe dieser Vorlage zugestimmt. Das ist ein Kompromiss am Schluss. Und wir können hier bei zwei Vorlagen mit zwei Bereichen, wo die Schweiz Probleme hat, können wir eine Lösung, eine mittelfristige Lösung, wenn Sie so wollen, erreichen. Einerseits haben wir bei den Steuern, bei den Unternehmenssteuern ein Problem. Wir sind jetzt auf der grauen Liste. Wir haben aber jetzt hier mit dieser Unternehmenssteuerreform das erste Mal einen Vorschlag für ein Unternehmenssteuersystem in der Schweiz, das den Kriterien der OECD und der EU entspricht. Bis jetzt haben wir Steuerkonstrukte kreiert und zugelassen in der Schweiz, die international eben geächtet werden. Wir haben Unternehmen ermöglicht oder ermöglichen es jetzt immer noch, ihre Gewinne günstig in der Schweiz zu versteuern. Und mit dieser Vorlage, die wir jetzt abstimmen, werden wir erstmals richtig international konforme Unternehmenssteuern haben. Und das, denke ich, ist ein wichtiger Punkt für die Schweiz. Es ist ein kleiner Schritt, aber es ist ein wichtiger Schritt. Natürlich gehen die Unternehmenssteuern noch nicht so weit, wie ich mir das vorstelle für ein gerechtes Steuersystem. Aber es ist ein Schritt in die richtige Richtung. Und wir haben deshalb, weil eben die Unternehmenssteuerreform 3, anfangs über die wir abgestimmt haben, 2017,
haben ihn bekämpft, als ich persönlich, aber auch mit Travail Suisse. Diese Travail Suisse hat noch gefehlt bei, der, bei den Ja-Verbänden, als Dachverband der Arbeitnehmenden. Haben wir das damals bekämpft und sind jetzt mit dieser Forderung eigentlich durchgedrungen. Wir haben damals gesagt, es fehlt der soziale Ausgleich. Mit dieser Vorlage haben wir jetzt einen sozialen Ausgleich gefunden. Die ständerätliche Wirtschaftskommission hat es gefunden mit der AHV-Finanzierung. Ein drängendes Problem. Wir haben ja, das Volk hat auch im Herbst 2017 die Altersvorsorge 2020 abgelehnt. Die AHV blutet. Wir versuchen, dass es nicht zu fest blutet. Und jetzt können wir immerhin das Problem lösen, AHV mittelfristig für die nächsten 5 Jahre, wenn wir Ja sagen am 19. Mai. Vielen Dank. Die AHV blutet und die internationale Gemeinschaft drängt uns, im Steuerbereich Revision anzugehen. Beides war von dem Volk, nun kommt es verknüpft, wurde abgelehnt, beides kommt nochmals vom Volk. Können Sie nochmals genau sagen, warum Sie finden, dass das eigentlich grundsätzlich nicht geht, Herr Willi? Ich möchte nämlich zunächst bei der Frage bleiben, was ist das Problematische an der Verknüpfung? Wir haben auch in der Umfrage gesehen, die Verknüpfung wird kritisiert. Ich möchte genauer verstehen, was das Problem ist. Und dann werden wir uns sicher dem Steuerteil widmen und auf den AHV-Teil eingehen. Herr Willi, was ist das Grundproblem? Herr Wiedrich hat von einem Kompromiss gesprochen, aber das ist kein Kompromiss, sondern das hat man sich einfach erkauft. Das macht man nicht. Man hat inhaltlich in einem Thema einen Kompromiss zu finden und bestimmt nicht zwei sachfremde Vorlagen zu verknüpfen. Das ist unserem System nicht würdig und es verunmöglicht eigentlich die Stimmabgabe der Bevölkerung. Man ist so ein bisschen gefangen und wird erpresst und ich finde das total daneben und das muss unbedingt wirklich abgelehnt werden. Und noch zum Punkt, dass die AHV blutet. Ja, wenn ich blute, dann nehme ich nicht noch mehr Blut zu mir, damit ich noch mehr verlieren kann, sondern ich versuche einmal das Loch zu stopfen. Das ist gut. Wir kommen auf die AHV noch, aber bleiben wir mal thematisch noch bei der Verknüpfung. Warum ist die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger an der Stimmabgabe gehindert? Man kann die Vorlage jetzt ablehnen. Ja, aber wenn davon gesprochen wird, dass es 2 Pluspunkte für die Schweiz sein soll, dann kann man die Vorlagen ja einzeln präsentieren. Dann habe ich kein Problem damit. Dann ist das gut. Aber nicht verknüpfen. Ich muss euch widersprechen. Auf Gemeindeebene zum Beispiel machen wir die Verknüpfungen sowohl, ich würde sagen nicht täglich, aber wir machen die Verknüpfungen. Wenn wir zum Beispiel eine Firma dort ansiedeln, Land verkaufen, verbinden wir den Buchgewinn auf Realisierung von Sportinfrastruktur, auf Schulrenovation, wenn das etwas. Also die Verknüpfungen erleben ihr und erlebt ihr auch ständig in der politischen Prozess, das findet statt. Also man kann sowohl sagen, wenn das eine finanzielle Verknüpfung ist, sagen, von dem aus machen wir etwas anderes und bringen das. Das Volk kann immer Nein sagen, kann immer sagen, ich bin nicht dafür, denn eben, ich will mit dem Gelder etwas anderes machen. Das kann er entscheiden, aber das ist eine Praxis, die wir eigentlich auch auf Gemeindeebene ständig machen und das ist akzeptiert. Hier geht es ja aber um Geld, das aus dem Verkauf generiert wird und dann für etwas gebraucht wird. Aber hier sind es wirklich 2 ganz separate Sachen, die haben keinen Zusammenhang. Das ist entscheidend. Lassen Sie mal Ihre Positionskollegin. Ja gut, in dieser Frage haben wir nicht ganz die gleiche Position. Also die Frage der Verknüpfung hat für mich 2 Teile eben auch noch. Das eine ist, ich denke, in der Politik muss man manchmal Dinge verknüpfen. Also man kann nicht sagen, man kann es nicht verknüpfen. Fast jede Vorlage, jedes Gesetz hat verschiedene Artikel, verschiedene Themen. Das finde ich im Grundsatz nicht falsch. Ich finde es auch nicht falsch, dass man nach Lösungen sucht, die vielleicht mehrheitsfähig sind. Man hätte es aber trotzdem trennen sollen, da bin ich fest davon überzeugt. Die Grünen haben auch im Parlament Anträge gestellt. Die haben gesagt, okay, man will es verknüpfen, aber man soll es beides getrennt abstimmen lassen. Dann hätte die Bevölkerung sich äußern können und wenn es dann 2-mal ein Ja gegeben hätte, ja, dann wäre es angenommen gewesen und sonst halt dann so, wie die Stimmbürgerinnen entscheiden. Was ich die Schwierigkeit finde, ist, dass das, was jetzt als Deal verkauft wird, sage ich jetzt so als Kompromiss, in meinen Augen kein Kompromiss ist, inhaltlich. Also ich habe ein inhaltliches Problem. Bei der Steuervorlage werden die Unternehmen entlastet, die zahlen weniger Steuern. Ein paar zahlen zwar etwas mehr, aber viele zahlen weniger und unter dem Strich fehlen 2 Milliarden.
Bei der AHV, dort bin ich überzeugt, es braucht diese Revision, aber die zahlen die Leute auch mit den Abgaben. Ich meine, AHV sind Lohnprozente, da zahlt der Arbeitgeber, dann zahlt die Arbeitnehmerin. Also es hat keinen inhaltlichen Zusammenhang. Das finde ich das Problem. Die Unternehmen werden entlastet und bei der AHV wird einfach das bisherige System fortgeschrieben. Das finde ich, es ist keine logische Verknüpfung. Es sind nicht die gleichen, die profitieren und die bezahlen. Das ist die Schwierigkeit. Herr Wüttrich. Ja, ich würde etwas widersprechen. Natürlich ist es unschön und es soll nicht zur Norm werden, diese Verknüpfung. Aber es ist einfach, es ist Tatsache, dass wir jetzt, ist die letzte Abstimmung in dieser Legislatur, bevor die Wahlen kommen. Wir haben dann im November keine Abstimmungen. Die nächste ist nächstes Jahr im Februar. Und die AV braucht dringend dieses Geld. Und wir haben jetzt hier diese soziale Verknüpfung gefunden. Und es ist am Schluss ist es eine Verteilungsfrage eigentlich. Es ist eine Verteilungsfrage, wer am Schluss muss wie viel zahlen und wer bekommt wie viel Geld. Und die Summen, um die es jetzt geht, wurden wirklich jetzt gekürzt. Es sind nicht mehr diese Summen, die man befürchtet hat bei den Ausfällen, bei der unternehmerischen Reform 3. Es ist kleiner geworden jetzt, das Delta. Und der Punkt jetzt bei, wenn es nicht, natürlich sind es nicht genau diejenigen Menschen, die jetzt bei den Unternehmen dann weniger Steuern bezahlen müssen und davon profitieren durch höhere Unternehmensgewinne, die dann bei der AV mehr zahlen. Aber etwa kann man sagen, dass rund 8% der Leute mehr zahlen für die AV und insgesamt. Und 92% der Leute profitieren eigentlich, weil es sind Lohnprozente. Lohnprozente werden von höheren Einkommen zahlen da mehr, als weil die AV ja plafoniert ist. Die Höhe der AV, da hält also eine Maximalrente, auch wenn sie hohe höchste Löhne gehabt haben. Und über die Bundessteuern fließen ja jetzt Gelder in die AHV. Und das sind auch wieder die hohen Einkommen, die das zahlen. Und deshalb ist einfach der Punkt, kann man nicht sagen, es gibt überhaupt keine soziale Komponente, sie ist nicht trennscharf, aber trotzdem, es gibt sie, die höheren Einkommen zahlen mehr, als sie profitieren werden. Das sehen Sie anders. Ja. Also ich bin einverstanden, die AHV ist eine unserer sozialsten Sozialwerke. Also ich habe 100% keine Differenz. Sie ist sehr sozial, weil sie eben eine Umverteilung macht und die Leute, die wenig Geld haben, eine soziale Lösung haben. Und die AHV ist, glaube ich, die beste Erfindung, die die Schweiz überhaupt je hatte. Zum Glück reden wir nicht über Patentboxen, dort sind wir uns gleicher Meinung. Aber die Schwierigkeit ist, dass unter dem Strich, du hast jetzt gesagt, mit dieser Steuervorlage im Gegensatz zur letzten Steuervorlage, damals hat man gesagt, es fehlen unter dem Strich etwa 2,7 Milliarden Franken, jetzt fehlen aber immer noch 2,1 oder 2 Milliarden Franken, Entschuldigung. Also es fehlt immer noch viel Geld unter dem Strich. Und das ist das Problem, dass wenn ich im Kanton Bern hatten wir harte Sparprogramme, wo haben wir gespart? Wir haben bei den Menschen mit Ergänzungsleistungen, bei den Altersheimen, im Sozialbereich, all diese Bereiche, die sozialpolitisch genau gleich wirksam sind oder wichtig sind. Und das finde ich, die Steuervorlage hat eben schön föderalistisch einen nationalen Teil und sie hat aber auch einen kantonalen Teil. Und beim kantonalen Teil, dort ist der Steuerwettbewerb am Kämpfen und da bin ich, Frau Steidler hat gesagt, der Steuerwettbewerb wird eingeschränkt. Das, was wirklich der Kampf ist unter den Kantonen, das ist, wie hoch werden die Unternehmen besteuert. Dort ist der Kampf jetzt noch stärker. Zürich ist bei 21% Besteuerung, Bern bei 18%, die Bevölkerung wollte nicht tiefer, wollte nicht auf 18% runter. Aber sie wollte nicht auf 18 runter und es gibt Kantone mit 11, 12. Also ich meine, dort bläst der Wind. Von dem her ist der Steuerwettbewerb im Moment voll entbrannt und diese Vorlage wird ihn noch anheizen. Also wir sind schon mitten im zweiten Thema, der Steuerteil. Sie sagen, die Vorlage befeuert den Steuerwettbewerb noch. Sie haben gesagt, das sei eine milde Vorlage, die eigentlich sozusagen Tempo rausnimmt. Können Sie nochmals erklären, warum Sie das so sehen? Im Gegensatz, denn eigentlich der Staff hätte eben diese Komponente von der Steuersenkungen nicht. Man muss nicht das verbinden, man muss das nicht einfach mischen. Das ist leider bei gewissen Kantonen heute der Fall, dass sie das, eben Solothurn zum Beispiel, wo der Staff mit der Senkung verknüpft, aber der Staff
tut man nicht beeinhalten, eine Steuersenkung. Das ist zwei Paar Schuhe. Wir haben es im November, und da war ich auf eurer Seite, habe ich das bekämpft, denn ich habe gesagt, die Senkung von der Steuersätze im Kanton Bern können wir uns nichts zahlen. Das ist nicht eine vertretbare Senkung, und da habe ich das auch bekämpft. Aber im Gegensatz von jetzt, was gesagt worden ist, ich bin der Überzeugung, wenn wir jetzt die Mittel, die im Staff einbegriffen sind, nicht würden unterstützen, dann wird der Steuerwettbewerb nur auf dieser Basis, nur auf Basis von der Steuersenkung und nicht für die Firmen, die aktiv sind in Forschung und Entwicklung, nicht für die Firmen, die eigentlich Patente dort fördern, sondern genau um Senkung, um zu können im Wettbewerb gut sein und die Firmen behalten, werden alle, auch diejenigen, die nichts machen, werden auch entlastet. Und das bin ich eigentlich völlig dagegen, denn das profitieren auch diejenigen, die nichts der Schweiz bringen. Für diejenigen, die wirklich aktiv sind, die dürfen auch irgendetwas können abziehen. Darf ich mal ganz kurz, die Steuervorlage, vielleicht haben Sie die Abstimmungsvorlage, also das Abstimmungsbüchlein des Bundes sich angesehen. Wenn Sie da nachschauen, gibt es eine schöne blaue Tabelle, oder Maßnahmen der Steuerreform und der AHV-Finanzierung im Überblick. Erste Seite, zweite Seite, dritte Seite. Das ist eine Vorlage, die sehr komplex ist. Wir könnten, es sind 15 Maßnahmen plus die AHV-Vorlage, die das Paket beinhaltet. Herr Würtrich, könnten Sie mir und uns allen in 2, maximal 3 Sätzen erklären, was der Kern der Steuervorlage ist? Also es geht darum, dass wir ein Unternehmenssteuersystem machen, das eben internationale Grundsätze einhält. Wir haben in den letzten Jahren große Diskussionen gehabt, international bei der OECD, in der EU, wo man gesagt hat, wir wollen nicht mehr, dass die Unternehmen in Steueroasen hingehen können, ihre Gewinne deponieren können und sie da günstig versteuern. Die Schweiz hat da mitgemacht. Wir haben sehr viel profitiert, zu unserem Leidwesen, muss man heute sagen. Wir haben x Milliarden Franken in die Schweiz geholt, wir haben x Unternehmen in die Schweiz geholt, die haben Staat, sie haben jetzt einen anderen Staat, das sind 24.000 Unternehmen, um diese geht es eigentlich. Das sind so Holdinggesellschaften, die kleine Einheiten, die in der Schweiz sind, die kommen, nehmen die Gewinne teilweise von der ganzen Welt in die Schweiz und können sie hier eben günstiger versteuern. Und jetzt wollen wir diese 24.000 Statusgesellschaften, deren Spezialsteuern wollen wir jetzt aufheben, dann sollen alle Unternehmen in der Schweiz gleiche Steuern zahlen. Damit wir diese 24.000 nicht verlieren, braucht es für die eine moderate Erhöhung. Und damit wir alle gleich besteuern können, braucht es in Kantonen nach dieser Vorlage jetzt, das ist nicht mein Wunschidee, aber es ist auch jetzt die Vorlage, dass man die Unternehmenssteuern leicht senkt. Und das insgesamt soll dann immer abgefedert werden durch einen Beitrag des Bundes, damit die Kantone Einnahmen haben, die da betroffen werden. Und insgesamt wurde jetzt auf die Kantone und Gemeinden Rücksicht genommen, dass die Kantone und Gemeinden die große Ausfälle haben an Steuereinnahmen, weil wir eben in diese Unternehmenssteuern anpassen, dass man diese berücksichtigen muss. Und dass man eben insgesamt auch eine Mindesthöhe hat bei der Dividendenbesteuerung. Und das ist natürlich schon der Punkt. Jetzt haben wir, das haben wir immer gefordert, wir wollen eine jetzt haben Sie schon drei Sätze gebraucht und jetzt wird es langsam wieder zu kompliziert. Ja, aber eben, ich möchte das jetzt nicht negativ verstanden wissen. Es ist eine große Vorlage, und wenn genau. wir über die über Steuern wir sprechen, Punkt ist es für eben Punkt sehr richtig. Kompliziert. Nee, es geht mir nur darum, dass Sie sozusagen jetzt das Fuder nicht überladen, sondern wir Punkt für Punkt. Die Statusgesellschaften, was sind denn das für, also wer ist denn von dieser Vorlage betroffen? Was muss ich mir konkret vorstellen? Wer ist das? Also ich meine, Herr Wüttrich hat es gesagt, das sind diese 24.000 Einheiten, Firmen kann man wahrscheinlich nicht sagen, weil sie nicht wirklich operative Firmen, zum Teil sind sie sind komplizierte Konstrukte, die einen Teil ihrer Auslandgewinne in der Schweiz günstiger versteuern. Eigentlich muss man es so auf den Punkt bringen. Haben Und das Sie Beispiele? Muss abgeschafft werden. Ich kann jetzt nicht Namen nennen, das sind große Players. Dass das abgeschafft werden muss, bin ich vollkommen einverstanden. Das ist unbestritten. Das muss passieren. Das war schon Gegenstand bei der letzten Reform. Hat man gesagt, man muss es machen. Das müssen wir machen. Was
Das Problem ist, dass man jetzt denen neue Möglichkeiten gibt zum Optimieren. Wir diskutieren dann wahrscheinlich nachher noch Patentbox über Abzüge. Man kann plötzlich Abzüge für Entwicklung und Forschung mit 150% abziehen, also in Ihrer Steuererklärung. Ich kann das nicht, wenn ich eine Ausbildung mache, kann ich nicht 150%. Aber Sie sind auch kein Konzern, oder? Nein, aber das ist doch unlogisch, dass man Überabzüge abziehen kann. Also einfach nur schon, damit man das Wort hört, Überabzüge. Man kann mehr, also man kann das 1,5-fache von dem abziehen, was man ausgegeben hat. Das ist eigentlich eine Subventionierung. Man kann das wollen, aber dann soll man dem so sagen. Aber das große Problem ist wirklich die Frage, was passiert, weil im Kanton Bern hat es fast keine dieser Gesellschaft, also fast keine. Es gibt 3%, also der Kanton Bern ist einer der Kantone, die am allerwenigsten hat. Das ist, ich denke, real in Basel, in Waadtland sind das real viele, bei uns sind das nicht viele, aber im Kanton Bern ist dann die Schwierigkeit, dass wenn die Steuern generell gesenkt werden und dieser Druck besteht weiterhin, dann zahlen alle weniger Steuern. Dieser Steuerwettbewerb, und dort finde ich einfach ganz eine kleine Klammer, es ist ein Gesetz, das sehr stark auf die Bedürfnisse von den Kantonen ausgerichtet ist, die viele Statusgesellschaften haben. Ich verstehe die in Basel, ich kann es sogar nachvollziehen, dass die der Meinung sind. Aber der Steuerwettbewerb wird bei allen 26 Kantonen angeheizt und dort habe ich das Gefühl, hat man irgendwie zu wenig Rücksicht genommen, dass die Kantone sehr unterschiedlich sind. Es ist eigentlich eine Lex Basel für die Pharma, für die Chemie, das sind die, die profitieren, aber das ist nicht das, was der größte Teil, auch der KMUs, das ist für die nicht von Relevanz. Herr Willi, Sie sind da wahrscheinlich anderer Meinung. Also grundsätzlich schon, aber ich habe auch noch einen Punkt zu ergänzen. Es ist auch die Frage, wie lange dass dann die neuen Instrumente akzeptiert sind. Das weiß niemand und manche werden bereits schon wieder in Frage gestellt. Dann müssen wir dann schon wieder eine Reform machen. Deshalb finde ich auch, dass man eine Steuerreform schlanker machen könnte und ja, ich denke, man hat sie auch hier wieder überladen, im Sinne von, sie ist extrem kompliziert und somit auch schwierig zu vertreten. Dafür eigentlich muss man nicht den Berner jetzt Angst machen, das wäre nicht korrekt, den Berner Angst machen und sagen, die generelle Steuersenkung kommt dann wieder. Wir haben die Vorlage vom Kanton auf dem Tisch. Da ist es ganz klar, das ist bekannt, das ist akzeptiert, jetzt auch von der Regierungsrat, hat ganz Berner Regierungsrat akzeptiert, der Nein vom Volk vom 25. November, das muss man sagen, zu dem Stoni. Und jetzt sind jetzt eben von diesen Werkzeugen einfach gewisse vorgeschlagen, wo auch Ausfälle werden produzieren, aber die wirklich finanzierbar sind für den Kanton Bern. Ich rede nicht für den Kanton Solothurn, ich rede nicht für die anderen Kantone, ich rede für die Berner. Da haben wir einen Schritt gemacht und einen Weg gezeigt. Darf ich zu Bern sagen? Eine kleine Replik. Darf ich ganz kurz eine Nachfrage stellen? Ich komme dann gleich zu Ihnen. Mich würde nämlich noch interessieren, was würde die Vorlage bedeuten für die Gemeinde Biel, für den Standort Biel? Also ich kann das ganz klar sagen. Ja. Es sind Annahmen, es sind Schätzungen. Ich kann nicht jetzt sagen, die Firma wird gehen, die wird kommen. Das haben wir auch jetzt an der Präsentation gesehen. Das sind Schätzungen, aber ziemlich sichere Schätzungen, denn wir kennen, wie unsere Struktur von unserer Firma sind. Ich kann sagen, mit der Unternehmenssteuerreform haben wir 13 bis 15 Millionen gerechnet als Ausfälle. Und deshalb war ich auch als Liberale auf der Seite von denen, die gesagt haben, für den Kanton Bern, für die Stadt Biel ist das nicht finanzierbar. Mit der STAF rechnen wir etwas von Ausfällen von 3 bis 5 Millionen. Und davon haben wir schon bereits heute in der Vorlage eine große, dank der Gemeinklausel, eine Sicherung, dass etwa 2,6 Millionen mindestens gegenfinanziert werden, also kompensiert werden vom Kanton. Selbstverständlich wollen wir, dass der ganze Ausfälle, die 2 Millionen, die restlich
auch würde gegenfinanziert. Das ist das, was ich für meine Gemeinde muss verlangen am Kanton. Da gibt es Diskussionen, wir sind im Dialog, aber der Kanton hat, Bern hat es jetzt verstanden, wir müssen zusammen mit der Gemeinde diskutieren, wir müssen Wege suchen, sonst werden die Gemeinden, werden die Städte diese Vorlage nicht unterstützen. Und das hat mit der Partei nichts zu tun. Das hat wirklich mit den Finanzen und die Finanzierung von der Aufgabe von einer Gemeinde, sei das jetzt bei der Schule, sei das bei der Infrastruktur, da müssen wir schauen, dass wir aus der Rechnung gut kommen. Einfach, also vielleicht zwei Dinge. Das eine ist, wir haben zusammen gekämpft und haben die Steuersenkung im Kanton Bern im letzten November verhindern können. Bin ich sehr froh und Ihre Stimme war sicher auch wichtig. Wenn ich jetzt höre, ich sage jetzt in der Kantonspolitik, es gibt sehr viele Stimmen, die sagen, okay, jetzt im Moment ist es nicht opportun, die Unternehmenssteuern im Kanton Bern zu senken, aber wir kommen dann in einem Jahr wieder. Von dem her, ich hoffe, dass Sie recht haben und nicht ich. Aber was ich noch sagen möchte, wegen den Ausfällen auf Gemeindeebene. Ich habe gestern ein Inserat gesehen im Bieler Tagblatt, Ihr Gemeinderatskollege Nemitz, also dein Parteikollege, Ihr Gemeinderatskollege, also der Bildungsdirektor der Stadt Bern, der Stadt Biel, der sagt Nein zu dieser Staffvorlage. Und von dem her, ich habe jetzt nicht mit ihm sprechen können, aber ich nehme an, als Bildungsdirektor hat er eben Sorge, dass die Gemeinde Biel dann zu wenig Geld hat für Ausgaben im Bildungsbereich. Also von dem her ist die Lage tatsächlich verworren. Also nicht alle in der Stadt Biel sind für diese Staffvorlage, sondern ein Teil auch dort ist dagegen. Das heißt, es ist für die Gemeinde nicht einfach so klar. Und ich, vielleicht ein letztes noch. Wie viel Geld, das von diesem Bundesmilliarde in den Kanton Bern kommt, das weiß man, es gibt 66 Millionen. Davon geht 2/3 in die Kantonskasse und 1/3 in die Gemeindekassen. Aber das war bei der letzten Steuervorlage auch schon so. Also die Aussage, dass jetzt die Gemeinden besser sind, das ist einfach eine Kannformulierung im Gesetz. Schweizweit ist es jetzt neu so. Aber für Bern ändert sich nichts. Es war bisher schon so. Für Bern ändert sich, es ist keine Verbesserung für Bern. Es war keine Verbesserung für Bern. Von dem her ist es einfach eine Kann-Formulierung, die man jetzt berücksichtigen muss. Von dem her ist es nicht sicher, dass der Kanton dann mehr Geld den Gemeinden gibt. Aber das ist eine Frage dann Gemeinde, Kanton und Bund. Herr Wüttrich. Ja, eben. Es ist, der Kanton Bern ist dann frei zu entscheiden, was er will. Er erhält 66 Millionen Franken. Die Ausfälle durch die Abschaffung der Statusgesellschaftsbesteuerung wird kleiner sein. Also da wird, wenn der Kanton Bern nichts macht, wird er Mehreinnahmen haben. Das ist, aber es ist, er hat nicht Mehreinnahmen. Der Kanton Bern hat 66 Millionen erhält er. Aber die Patentboxen, das gibt natürlich auch noch Ausfälle. Und der Kanton Bern hat auch noch vorgesehen, die Steuern für sonst noch in gewissen Bereichen zu streichen. Also unter dem Strich ist es für den Kanton Bern nicht ein Gewinn. Aber da sind wir jetzt in der kantonalen Ebene. Es wird dann auch dort wieder verschiedene Dinge vermischt, die eigentlich keinen Zusammenhang haben. Muss man noch sagen, wenn wir jetzt noch ein letztes... Die Frage ist eben, was ist die Alternative? Das ist noch wichtig zu sagen. Also man kann nicht schon dagegen sein. Absolut kann man dagegen sein. Und normalerweise ist das auch kein Problem. Dann muss die Politik eine neue Lösung finden. Aber wir sind nicht alleine. Wir sind einfach ein Land unter vielen, das eben um diese Unternehmensbesteuerung, um diese Unternehmen kämpft, dass sie in der Schweiz sind, damit wir eben, damit Herr Nemitz in Biel die Bildung finanzieren kann, damit wir unsere Hochschulen finanzieren können, damit wir Sozialhilfe bezahlen können, brauchen wir ja Unternehmen, die auch mithelfen, diese Kosten zu tragen. Und wenn wir jetzt hier Nein sagen, dann glaube ich eben, und das ist die Einschätzung von vielen Personen, dann wird dieser Wettbewerb, den wir beide kritisieren, der Steuerwettbewerb unter den Kantonen wird dann erst recht angeheizt, weil sie dann sehen, weil die Unternehmen, die wollen eben nicht dann in einem Land ihren Sitz haben, das auf der schwarzen Liste der Europäischen Union ist, sondern die wollen dann ihre Gewinne legalisieren. Die haben auch heute mit den Geschäftsberichten, wo sie zeigen müssen, dass sie eben nachhaltig wirtschaften, wollen sie dann eben nicht in einem Land wohnen, wo das ihre Reputation gefährdet ist, dann ist die Gefahr, dass diese Unternehmen weggehen oder dass die Kantone dann selber beginnen, ihre Steuersysteme anzupassen. Vielleicht der Kanton Bern jetzt nach unseren zwei Unternehmensbesteuerungsvorlagen nicht, aber andere Kantone, die werden dann umso mehr versuchen,
dringend versuchen, ihre Unternehmen in der Schweiz, in ihrem Kanton zu halten, werden dann die Unternehmensbesteuerung so senken, dass es eben überhaupt nicht mit diesen Mindestvorgaben jetzt, die die STAF vorsieht, drin sind. Und das ist dann eben die Gefahr, dass der Steuerwettbewerb bei einem Nein überhaupt angeworfen wird und noch intensiviert wird. Danke vielmals, Sie haben mir die Frage vorweggenommen. Was würde denn passieren, wenn wir Nein stimmen würden? Sie haben Ihre Antwort gegeben, Herr Willi. Was würde denn passieren, wenn jetzt die Mehrheit Nein sagen würde, die Vorlage ablehnen würde? Dann hätte das Parlament eine zweite Chance, eine wirkliche Vorlage getrennt zu machen. Und ich weiß nicht, können Sie erklären, was diese schwarze Liste ist oder was die Folgen davon sind? Denn das kann, also ist ein bisschen unklar. Also sind jetzt aktuell sind einige Staaten grau betitelt, einige Staaten sind sonst schwarz. Die, ich weiß nicht mehr alle auswendig, die Emirate sind auf der schwarzen Liste, Burundi, glaube ich, ist auf der schwarzen Liste. All diese Steueroasen sind auf dieser schwarzen Liste, weil die EU eben sagt, wir wollen nicht mehr, dass es Staaten gibt und wir akzeptieren das nicht mehr, dass es Staaten gibt, die mit Tiefbesteuerung unsere Unternehmen aus der EU oder aus der OECD anlocken, die günstig besteuern und so uns Steuersubstrat wegnehmen. Deshalb ist es eigentlich eine, hat die internationale Staatengemeinschaft dann in den letzten Jahren auch mit Druck der Schweiz und auch mit Mithilfe der Schweiz diskutiert, wie wir das verbessern können und hat diese Grundsätze definiert. Und die EU hat gesagt, wir machen eine schwarze Liste, damit klar ist, welche Staaten halten sich nicht daran. Und die Auswirkungen kann man heute nicht sagen, es wird dann so und so sein, sondern eben die Unternehmen haben heute, die großen Unternehmen haben heute großes Interesse, dass ihre Reputation stimmt, dass sie nach außen nicht auf, wie ich schon vorhin gesagt habe, ich wiederhole mich, das ist eben die Gefahr. Also ich kann nicht sagen, es wird so kommen, es könnte eine Auswirkung sein. Und, voilà. Sie können... Also, darf ich kurz etwas sagen? Ja, also nur ganz genau, kurz. Also diese Diskussion hatten wir schon bei der letzten Abstimmung. Ich bin voll bei dir oder bei euch, wir müssen das ändern. Wir müssen diese Änderung machen. Das ist unbestritten. Die Frage ist einfach, wie? Und die Frage, dass wir mit der schwarzen Liste hatten wir bei der Steuervorlage 3, genau die gleichen Diskussionen. Es ist klar, die Zeit läuft und wir müssten sehr rasch wieder eine Vorlage machen. Die Frage ist einfach, ist es... Wie machen wir sie? Und ich wehre mich ja dagegen, wie die Umsetzung in der Schweiz geplant ist. Aber dass man das ändern muss, wir profitieren im Moment auf Kosten von anderen Ländern, denen es zum Teil viel schlechter geht. Und wir hätten, die Unternehmen gehen nicht so schnell weg, weil wir sind schon seit 3 Jahren in der Diskussion, dass wir diese OECD-Richtlinie nicht mehr erfüllen. Aber, okay. Aber wir schauen, wir gehen auf die Schwarze. Wenn ihr 19. Mai, doch, jetzt ist klar. Nein. Doch, es ist jetzt klar, die EU hat... Ja, es sind Neuwahlen in der EU, also das wird nicht von einem Tag auf den anderen gehen. Wenn der Konsens da ist, dass wir eine Revision wieder bringen, und das ist ja ein breiter Konsens, aber darüber wird ja auch kaum das Parlament befinden, wer auf der Liste ist und wer nicht, oder? Aber wir müssen jetzt die EU würde befinden und die EU hat jetzt Länder auf die graue Liste gesetzt, sie hat die Schweiz noch nicht auf die schwarze gesetzt, weil wir eben jetzt diese Abstimmung haben und es wird nächstes Jahr der Fall sein. Aber wir müssen jetzt zum dritten Thema gehen. Wir werden danach noch die Möglichkeit haben, in der Diskussion mit dem Publikum noch weitere Punkte einzubringen. Und Sie dürfen alle Fragen nochmals aufwerfen und Sie dürfen auch selbst nochmals. Aber jetzt noch zum dritten Thema, nämlich die AHV. Sie haben eingangs gesagt, das sei keine saubere AHV-Vorlage, man solle das ablehnen und besser eine saubere Vorlage ausarbeiten. Das ist das Problem. Also die AHV ist unterfinanziert, jetzt kommen mal zusätzliche 2 Milliarden, Arbeitgeber, Arbeitnehmer sind beteiligt, auch der Bund schießt ein. Wo ist das Problem? Das Problem ist, dass sie sehr, sehr kurzfristig ist und dann sind wir wieder gleich weit wie jetzt. Wir brauchen eine strukturelle Reform, die langfristig ist. Sie haben von mittelfristig gesprochen, es ist nicht mittelfristig, das ist sehr kurzfristig auf Kosten der jüngeren Bevölkerung, die das noch lange bezahlen muss. Deshalb brauchen wir eine wirkliche AHV-Reform und da sind alle Parteien dabei, aber nicht bei dieser Zusatzfinanzierung, wo einfach mehr Geld hineingeschossen wird, das eigentlich wie verloren geht. Aber die AHV braucht ja mehr Geld, oder? Also, die AHV ist wirklich eines unserer zentralsten Sozialwerke. Und es ist wirklich auch für die Jungen die Sicherheit, dass dieses ein Sozialwerk ist, das
breit abgestützt ist. Wir haben von Herrn Tschudi gehört, wir haben vorhin auch gehört von den Stimmenden. Das ist dort, wo die meiste Akzeptanz ist. Es gibt einfach eine demografische Entwicklung. Wir werden älter, das ist ja schön. Von dem her finde ich es auch vertretbar, dass man sagt, nach 40 Jahren ohne Anpassung der Beiträge, also man konnte jetzt 40 Jahren mit den bisherigen Maßnahmen diese AHV sichern. Jetzt braucht es einfach für die Generation, die wirklich älter wird, eine Anpassung kurzfristig und die Diskussion für die langfristigen, die parlamentarische Vorlage ist ja auf dem Tisch, da werden wir streiten, wahrscheinlich wieder in normaler Allianz, links gegen rechts. Wann kommt die? Die ist im Moment, also das weißt du besser, die Vernehmlassung ist war in der Vernehmlassung und jetzt wird der Bundesrat mit dem ist, sagen, wie er das bringen will. Er wartet natürlich jetzt auf den 19. Mai, aber ist klar, wenn wir jetzt Ja sagen, dann muss die Mehrwertsteuer weniger erhöht werden. Der Bundesrat hat gesagt, es braucht die Rentenaltererhöhung für die Frauen von 64 auf 65 und dazu eine Zusatzfinanzierung via Mehrwertsteuer, 1,5%. Und das ist dann nicht sozial. Die Mehrwertsteuer ist keine soziale Steuer. 1,5%. Mit der STAF, mit dieser AHV-Steuervorlage, würde dann, das hat der Bundesrat bereits kommuniziert, würde dann die Mehrwertsteuer nur um 0,7% erhöht, nach Bundesrat. Was das VLM dann macht, werden wir schauen. Vielleicht will es dann eine nachhaltigere Finanzierung, wird vielleicht 0,9 beschließen, wer weiß. Das Bundesrat würde 0,7 Mehrwertsteuerprozente vorschlagen mit der Erhöhung des Frauenrentenalters. Aber dass ich es richtig verstanden habe. Ein Teil ist gesichert, die 1,2 Milliarden, die über die Arbeitnehmer- und Arbeitgeberbeiträge erhoben werden, also es zahlen alle Arbeitnehmer und Arbeitgeber über 1,5%, also mehr Lohnprozent, die sie abgeben. Also genau, 600 Millionen kommen von den Arbeitgebern. Genau. Und genau, die 600 Millionen, die kommen via Lohnprozente und da ist eben da diejenigen, die mehr verdienen, zahlen dann mehr. Und deshalb ist die tieferen Einkommen zahlen dann eigentlich deswegen ist sie sozial. Weniger. Deshalb genau. Ist es sozialer. Da bleiben von den 2 Milliarden, die das Loch ausmacht, bleiben da noch 800 Millionen, oder? Das ist die Bundeskasse. Genau. Und wie stopft man das Geld in der Bundeskasse? Da ist die Antwort Erhöhung der Mehrwertsteuer. Richtig? Nein, das ist dieses, die AHV erhält dann aus der Bundeskasse mehr Geld. Das ist so, weil wir zurzeit mehr Einnahmen haben auf Bundesebene, ist das finanzierbar. Und wir schauen ja, wir haben ja auch das muss ich vielleicht noch sagen, die ganze Vorlage ist ja nicht mehr so, dass die Gemeinden, die Kantone und den Bund aus den Fugen macht. Also wir haben ein Budget beim Bund von, glaube ich, jetzt über 70 Milliarden pro Jahr. Der Kanton Bern ist bei 11 Milliarden Umsatz pro Jahr. Biel ist auch, hat auch ein staatliches, Bern weiß ich, glaube auch auswendig eine Milliarde. Und jetzt sprechen wir von einigen Millionen. Und beim Bund sprechen wir jetzt von diesen 800 Millionen, die dann zusätzlich in die AHV bezahlt werden. Also die Bundeskasse ist zurzeit gut alimentiert, sie kann das finanzieren und es würde dann so gemacht, dass eben aus dem Mehrwertsteuerprozent, das schon seit längerem für die AHV einbezogen wird, dass wir dann 100%ig in die AHV bezahlt. Bis jetzt gehen 17% von diesem Mehrwertsteuerprozent immer noch in die Bundeskasse und der Bundesanteil, der normale Bundesanteil würde dann auch etwas erhöht. Und diese Anteile würden sich dann mit erhöhen mit der Zeit. Also wenn die AHV-Ausgaben steigen, steigt dann automatisch der Bundesanteil. Mit den Lohnerhöhungen und so weiter steigt dann der Anteil für die AHV. Und so wird dann die Erhöhung zurzeit 2 Milliarden sein. In Zukunft wird es etwas zunehmen für die AHV. Vielen herzlichen Dank für diese Erklärung. Ich möchte nun Ihnen die Möglichkeit geben, sich einzubringen, liebes Publikum, mit Ihren Fragen. Wir haben ein Saalmikrofon, Thomas Göttin steht bereit. Bitte strecken Sie sich auch kurz auf, nennen Sie doch kurz Ihren Namen. Vielleicht stehen Sie auch auf. Wer möchte sich einbringen in die Diskussion? Sie dürfen sich einbringen mit Kommentaren, mit Fragen, mit Stellungnahmen, wie Sie wollen. Sie dürfen adressieren, was sind Ihre Fragen? Sie sind alle erschlagen von der Vorlage. Genau. Ich gebe Ihnen Überlegungszeit und
Frau Steidler, Sie wollten vorhin noch... Ja, die Harmonisierung wollte ich noch eigentlich... Ja, das eingehen. Ist ein ganz genau. wichtiger Vorher hätte ich eigentlich gefragt und nicht allen gefragt, was passiert, wenn, aber vielleicht ist das gerade eure letzte Frage, aber was passiert, wenn es abgelehnt wird. Und da muss ich sagen, es ist ganz klar, dass wir als Städte nicht mehr das Gleiche werden können reinbringen, dass wir eben diese Klausel, wo wir wirklich mit dem Bundesrat, wir wurden eingeladen von Anfang an, hat Bundesrat Maurer gesagt, kommt am Tisch, sitzt am Tisch und wir haben von der Städteverband, von der Gemeindeverband können sagen, was unsere Probleme sind. Und die Gemeindeklausel ist auch dort von der Kanton auch gehört worden und auch unterstützt worden. Am Anfang hat der Kanton gar nicht mit den Städten verhandeln. Er gesagt, Hoheit der Kantone, gar nicht Diskussion. Und ich habe gut gesagt, nein, das betrifft so stark die Städte, dass wir auch mitreden wollen. Das ist einfach nicht vor zwei Jahren überhaupt nicht das Thema gewesen. Jetzt ist das erfolgt und wir haben diese Gemeindeklausel. Und was passiert, wenn diese Vorlage scheitert am 19., da kann man das nicht sagen, ob die Gemeinden wirklich in der zweiten oder dritten Vorschlag auch mit wird reden, das kann heute niemand sagen. Und zweitens, diese wichtige Harmonisierung, die ihr auch unterstützt, die ihr weniger vielleicht unterstützt, aber das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wir müssen gewisse unter Kantonen, unter Städten gewisse Grundsätze können definieren, sonst landen wir zu einem Störwettbewerb, der uns nicht profitiert. Und ein gewisser Wettbewerb ist gut. Ich muss schon ein bisschen schauen, was macht der Nachbar und ich muss mir auch ein bisschen fordern. Aber eine volle Wettbewerbebene, wo wir nur hoffen, wir werden dann die Franzosen und der Europa ansiedeln. Das ist für mich ein ganz ungesunder Wettbewerb. Und wir sind heute schon bereits, und das wisst ihr alle, sehr attraktiv für die Firmen. Also wir müssen auch ein bisschen anfangen diskutieren. Und das möchte ich auch mit der Finanzdirektorenkonferenz von der Stadt dann bald auch lancieren. Wir müssen eine gewisse Regeln. Ich träume nicht von einem Steuersatz für alle, den gleichen Steuersatz für alle Kantone, aber gewisse Bandbreite. Und diese Steuervorlage gibt uns wirklich jetzt ein Beispiel, wie das könnte funktionieren. Wir können gut sagen, das ist nicht genug. Wir hätten können eine Mindestbesteuerung noch höher. Das ist jetzt Verhandlungsbasis. Der Städteverband hat mehr verlangt von der Dividendenbesteuerung. Das wurde diskutiert zwischen den Räten. Und schlussendlich sind wir zu der Lösung gekommen, die fast alle unterstützen. Aber das ist ein guter und ein richtiger Schritt auf diesem Weg. Also es waren viele beteiligt am Prozess. Ja, also ich denke, es ist sehr wichtig, dass die Städte direkt beteiligt sind. Das unterstütze ich voll und ganz. Einfach bei der Frage, ob der Steuerwettbewerb angeheizt wird oder nicht, dort haben wir eine Differenz. Wenn ich einfach die Zahlen anschaue, Sie haben es gesagt, Frau Steidler, die Schweiz ist für die Unternehmen international sehr, sehr attraktiv. Mhm. Wir haben international sehr tiefe Unternehmensbesteuerung, ohne all diese Instrumente. Das ist einfach ein Fakt. Und es gibt gewisse Kantone in der Schweiz, die wirklich, also Zug ist das Paradebeispiel, wo wir extrem tiefe Sätze haben. Und ich denke wirklich, und da höre ich auch das Bestreben der Städte, dass man in die Richtung geht, es braucht eine Harmonisierung. Es gab auch schon entsprechende Initiativen der SP von früheren Zeiten, die ich auch schon unterstützt habe. Die sind sehr wichtig. Ich habe einfach das Gefühl, im Moment laufen wir in eine andere Richtung. Ich nehme gerne zur Kenntnis, dass man sagt, die jetzt gesenkt haben, weil in den letzten Jahren ging es nur nach unten. Ich meine, wir haben kaum einen Kanton, der in den letzten Jahren... Genau, jetzt haben wir eben nach unten einen Stopp drin. Das ist erstmals, dass Sie so etwas haben. Aber bei 9%, ich meine, also es ist schon ein Wahnsinn. Wir sind so tief. Wenn man international... Steuerung haben jetzt 50%. Ja, wenn wir international schauen, der Vergleich kein Kanton darf das unterschreiten.
Ja, sind wir bei Hongkong? Nicht haben, ja, aber das sind ja, Nathalie, wenn das wir nicht haben, dann wird, nein, es wird nicht kompliziert. Jeder Kanton kann selber dann sagen, welche also Dividenden er will. Und jetzt haben wir in diesem Gesetz eine Mindesthöhe, dass jeder Kanton, einige müssen hinauf mit diesen Mindestbesteuerung. Und das ist, da dürfen die Kantone auch nicht unterscheiden. Und ich denke, das ist einfach, natürlich ist es für uns beide zu tief, das ist klar. Aber wir haben jetzt mal dieses Ding, dass es einen Stopp drin hat und die Kantone können nicht mehr tief. Deshalb kann man sagen, es wird Bei den Gewinnsteuern ist der Steuerwettbewerb immer noch. Darf ich mal ganz kurz noch was fragen? Also Steuerwettbewerb, wir haben ja nicht nur den Steuerwettbewerb, wir haben ja auch einen Ausgleichsmechanismus, einen nationalen. Ja. Und wenn ein Kanton mehr Gewinne einfährt, dann muss er die dann wieder zurückspeisen in den nationalen Finanzausgleich. Der Kanton, in dem wir jetzt gerade sind, steht da immer wieder am Pranger, weil er in absoluten Zahlen der größte Bezügerkanton ist. Pro Kopf ist relevant, nicht die Größe. Absolut. Ich habe ja nur von den absoluten Zahlen gesprochen. Aber es ist nicht relevant, die absolute Größe. Nö, das ist nur, damit man weiß, wovon ich spreche. Und also deswegen die Frage, also am Ende profitiert man ja auch gesamtschweizerisch über den nationalen Finanzausgleich von diesem Steuerwettbewerb, der da unter den Kantonen ja herrscht, oder nicht? Also ich meine, jetzt wäre wahrscheinlich die fachliche Diskussion extrem kompliziert. Es kommen die Zeta-Faktoren und es kommt irgendwas, was niemand... Wollen Sie das wirklich? Es kommt jetzt eine ganz technische Diskussion. Es klingt so, als ob nicht. Wollen Sie? Aber die Frage des Ausgleichs. Ich frage mich manchmal auch, ist die Auseinandersetzung wirklich zwischen Solothurn und dem Kanton Bern? Ich verstehe, aus kantonaler Perspektive ist das relevant. Aber ich meine, jetzt für die Schweiz ist es vielleicht nicht so relevant. Ich denke auch, vielleicht müssen wir mal diese Diskussion ein bisschen überlegen. Es ist auch die Frage, als Bielerin ist es relevant, dass der Betrieb in Biel ist. Aber ich meine, die Leute, also dort finde ich auch, wir machen wie... Diese selbstverständlich muss in Biel sein, selbstverständlich. Als Bernerin sagt, es müssen in Bern sein. Aber ich denke, der Finanzausgleich ist extrem wichtig. Es gibt ihn ja auch innerkantonal im Kanton. Ich denke, diese Instrumente sind wichtig, die braucht es. Und die technische Diskussion ist eher besser bewandert. Zeta-Faktoren, sage ich nur, da kommt niemand mehr nach. Gut, Sie haben ja jetzt gedroht und deswegen möchte ich Flucht nach vorn. Ich gehe jetzt nochmals aufs dritte Thema, nämlich die AHV bzw. die Altersvorsorge. Genau. Und wollten Sie noch einen letzten Punkt? Nein, zur AHV würde ich gerne noch etwas sagen. Das ist sehr gut. Aber darf ich nochmals Adrian Willi fragen, was wäre denn, also deswegen AHV, weil die Veranstaltung heute ja auch in Zusammenarbeit mit dem Generationenhaus stattfindet. Uns geht ja da auch um Generationengerechtigkeit. Was wäre denn in Ihren, wenn wir mal vielleicht auch ein bisschen losgelöst von einer konkreten Abstimmungsvorlage, was wäre denn ein zukunftsgerichtetes AHV-Revisionsprojekt? Was würden Sie sich da vorstellen? Also, da können Sie sagen, ob es realistisch ist. Wunderschön wäre natürlich etwas Mathematisches, das an Faktoren geknüpft wäre, wenn die Lebenserwartung steigt, dass die Rentenalter ein wenig ansteigen und die Beträge von der Mehrwertsteuer oder so automatisch erhöht werden. Aber ich denke, das ist sehr unrealistisch. Deshalb denke ich, müsste man sicherlich die Rentenalter angleichen und dann ein bisschen Mehrwertsteuer noch reinfließen lassen. Und dann für die jüngeren Generationen könnte man das Rentenalter sicher auf 66 erhöhen, aber die Übergangsgeneration sollte auf jeden Fall genug groß sein, denn sie haben ein anderes Versprechen erhalten, dass sie mit 65 und 64 in Rente gehen können. Das ist sicherlich wichtig, aber ich denke, es führt nichts vorbei, dass wir die Rentenalter anpassen, denn ansonsten, die Lebenserwartung steigt, dann müssen wir dem auch Rechnung tragen. Also Anpassung des Rentenalters, also Einstiegsalter des Rentenalters der Lebenserwartung anpassen, sagen Sie, wenn ich Sie richtig verstanden habe. Und zweitens, das wäre die Wunschvorstellung, dass man sozusagen nicht andauernd immer wieder darüber streiten muss, wie hoch jetzt die Beiträge sein müssen, beziehungsweise wann das Renteneintrittsalter sein muss, dass das Renteneintrittsalter eigentlich sich verändert mit der Zunahme oder, kann ja auch mal zurückgehen, Abnahme der Lebenserwartung. Das wäre sozusagen die Vorstellung. Darf ich Herrn Wüthrich zuerst fragen, für wie realistisch er das Modell hält oder auch Frau Steinle?
Ja, das sind alles interessante Ideen. Ich glaube nicht, dass sie dann zielführend sein werden, dass man Automatismen einführt bei der AV. Glaube ich nicht, dass es einmal im Volk durchkommen wird. Wir können uns die geburtenstarken Jahrgänge finanzieren. Ich glaube, die Schweiz hat sehr viel profitiert. Die Leute haben gearbeitet. Wir müssen einfach jetzt schauen, dass wir da, wo die geburtenstarken Jahrgänge sind, das sind in den kommenden Jahren, das müssen wir finanzieren. Mit der AV-Steuervorlage können wir 40% von diesen Zusatzkosten können wir zahlen. Wir geben heute etwa pro Jahr 44 Milliarden Franken für Renten aus, für die aktuelle Generation. Dieser Betrag wird etwa auf 60 Milliarden steigen. Und diese zusätzlichen Ausgaben müssen wir einfach in den kommenden Jahren finanzieren. Hier haben wir jetzt einen wichtigen Beitrag. Und vor allem haben wir auch einen Beitrag, damit wir in den kommenden Jahren, das beginnt eben schon nächstes Jahr, 2020, beginnt das wirklich ganz stark dazu zu nehmen, weil die Jahrgänge, die in die Pension gehen, wirklich groß werden. Und wenn wir nichts machen, werden wir sehr schnell in den kommenden 5 Jahren sehr schnell einen Verlust haben bei der AV und große Defizite haben, einen großen Schuldenberg haben am Anfang. Dann werden wir in 10 Jahren, also in 5 Jahren, wenn das vielleicht Ihre Vorschläge dann soweit sind für die Volksabstimmung, werden wir eine Volksabstimmung haben mit einer AV, die bereits mit 10 Milliarden vielleicht in den Schulden steht. Ich will aber jetzt eine AV, die zurzeit noch ein Vermögen hat. Im Gesetz steht, die AV braucht eine Jahresausgabe als Reserve, der AV-Fonds. Und ich war im Verwaltungsrat des AV-Fonds und wir haben da 2017 mit diesem Geld, haben wir 2 Milliarden Franken haben wir Gewinn gemacht. Und wir konnten dann die Zusatzeinnahmen, das Defizit von den laufenden Renten, konnten wir dann mit diesem Geld konnten wir dann das auffangen. Und deshalb sage ich immer, es geht um mehr als 2 Milliarden Franken, die jetzt direkt in die Kasse kommen mit der Staff. Es geht auch darum, dass wir in Zukunft weiterhin die AV-Reserve haben in den kommenden Jahren, damit wir mit diesem Geld, sofern die Börse und die Kapitalmärkte Gewinne abwerfen, können wir mit diesem Geld dann Zusatzeinnahmen machen für die AV. Und das hat in den letzten Jahren gut funktioniert, 18 wissen wir, hat es dann nicht funktioniert, aber im 17 war es und in einigen Vorjahren war es gut. Deshalb ist auch da ein Punkt, dass wir eben in den kommenden Jahren versuchen, nicht ein Defizit zu machen und den AV-Fonds jetzt zu plündern. Frau Imboden. Ja, ich habe, weil die Frage war auch ein bisschen, was sind dann die Revisionsvorschläge für die AHV? Genau. Eben, dass man jetzt diese Zwischenstabilisierung machen muss, ist klar. Für mich ist es wirklich auch eine Frage der Altersentwicklung. Aber die Frage, Frauenrentenalter erhöhen, das sagt sich immer so leicht. Aber die Generation der Frauen, die jetzt in Rente dann gehen, auch wenn es nicht gerade die Übergangsgeneration ist, ist die letzten 20 Jahre immer 20% Lohndifferenz hatte. Gestern kamen wieder die Zahlen des Bundesamts für Statistik. Es ist einfach immer noch so. Frauen verdienen immer noch weniger. Also das muss irgendwie berücksichtigt werden. Das ist nicht eine arithmetische Geschichte. Einfach angleichen, ohne berücksichtigen, was die Realität ist. Das ist der eine Punkt. Und das andere finde ich schon auch wichtig. Das in sein Modell ein. Was? Ja, genau, das bauen wir ein. Arithmetisch, man kann nur anpassen. Aber darf ich noch? Also Ihr Punkt ist ja schon korrekt, aber dann müssen wir ja das dort ansetzen und müssen dann nicht das immer als Argument verwenden, damit man auch ja nicht strukturelles an der AV machen kann, denn so wird das die ganze Zeit verhindert, damit die Renten wirklich gesichert werden. Ja, man muss es einfach jetzt machen. Man muss es einfach jetzt, vielleicht kann man es wirklich einbauen, es gab auch schon Vorschläge, man muss es einfach jetzt machen. Aber die Frage, die ich fast noch wichtiger finde, ist mehr auch die Realität auf dem Arbeitsmarkt. Es gibt Leute, die arbeiten bis 68, die würden gerne, die mögen noch, die haben Kraft, die haben Energie. Es braucht eine Flexibilisierung. Es gibt aber viele Menschen, die also in der Pflege, Leute, die ich kenne, die zum Beispiel im Spital oder in der Alterspflege arbeiten. Mit 64 mag man nicht mehr kranke Patienten einfach lüpfen. Das geht einfach nicht mehr. Und dort braucht es ganz andere Lösungen. Von dem her finde ich diese arithmetische Variante, man muss den Menschen im Zentrum haben. Und das ist nicht nur eine arithmetische Geschichte. Klar muss es am Schluss finanzierbar sein. Aber das kann man nicht nur machen, indem man sagt, alle arbeiten bis 68 oder bis irgendwas. Das geht, glaube ich, nicht, weil die Menschen einfach nicht alle gleich sind. Absolut, da bin ich auch damit einverstanden. Man muss natürlich auch den Eintritt flexibilisieren. Ich denke, wenn jemand auf dem Bau arbeitet, dann ist man mit 55, 60 total am Ende. Und dann soll man auch in die Pension gehen können. Richtig. Das ist auch nicht negativ gemeint, aber ich habe auch viele Kollegen, vor allem Kollegen, die auf dem Bau arbeiten und
das ist wirklich hart im Gegensatz zu mir als Kaufmann und jetzt Informatikstudent. Aber ich kann zum Beispiel länger arbeiten und dort muss man wirklich solche Lösungen finden. Und ich finde es ein bisschen schade, dass gerade die Linke diese Lösungen immer verhindert mit Frauenrenten, das dürfen wir nicht antasten, das ist unsozial, sondern es wäre wirklich begrüßenswert, wenn man sich einmal bemühen würde, die AHV wirklich zu reformieren. Ich möchte nochmals an diesem Punkt Sie einladen, sofern Sie mögen oder wollen, sofern sich Widerstand oder Fragen in Ihnen regen, Sie doch zu artikulieren und einzubringen. Sonst, das ist jetzt nicht eine Drohung, sondern eine Ankündigung, würde ich dann langsam in die Schlussrunde steigen. Ja, sehr gerne, der Herr da hinten. Ronny Rätz, interessierte Öffentlichkeit. Was mir jetzt ein bisschen fehlt in der Diskussion ist, wo sollen die Leute herkommen, die die AHV schlussendlich einzahlen? Also der Reproduktionsfaktor in der Schweiz ist ja verschwindend klein. Also wenn wir so weiter wirtschaften, ich sage bewusst wirtschaften, weil wenn man es mit anderen Ländern, gerade auch in Europa vergleicht, gibt es eigentlich kaum Länder wie die Schweiz, die so unattraktiv sind zum einerseits Kinder kriegen und dann spricht man andererseits von ja, Überfremdung, wir werden überrannt, unsere weiß nicht was, Werte und so weiter, das geht alles verloren. Das fehlt mir ein bisschen. Und was mir auch noch ein bisschen aufgefallen ist, Sie haben vorhin von der vom Thema Pflege gesprochen. Da im Boden. Genau. Mhm. Ich habe das ein bisschen mitgekriegt, auch beruflich. Ich sage es jetzt ein bisschen überspitzt, die Leute werden einfach verheizt. Zu einem sehr, sehr großen Teil, weil gerade die Leute, die an der Front sind, das ist nicht nur in der Pflege so, sondern auch in vielen anderen Berufen, die haben einfach nicht diese Organisation wie irgendwelche multinationalen Konzerne, die da ihre hochfinanzierten Lobbyisten haben. Drum einerseits Familie, diese Thematik und die Leute an der Basis, das fehlt mir ein bisschen. In der Vorlage, in der Abstimmungsvorlage, in der Diskussion. Ja, in der Vorlage war mal die aus sozialer Ausgleich war zuerst die Erhöhung der des Mindestbetrags bei der Familienzulage. Genau. Das wäre natürlich ein sehr bescheidener Betrag gewesen als sozialer Ausgleich. Aber grundsätzlich habe ich natürlich völlig recht. Ich kämpfe im Parlament für eine Familienpolitik für die Schweiz. Wir sind da wirklich ein Entwicklungsland. Wir haben keinen Vaterschaftsurlaub. In diesem Jahr werden wir einen haben, sofern jetzt die Mehrheit stabil bleibt. Haben wir am 27. September wird das Parlament sicher 2 Wochen Vaterschaftsurlaub beschließen, kann ich heute sagen. Und dann haben wir unsere Initiative für 4 Wochen Vaterschaftsurlaub. Das als erster Schritt. Und dann geht es in Richtung Elternurlaub, wo wir auch diskutieren müssen. Die EU hat beschlossen, jetzt in den kommenden 2 Jahren muss jedes EU-Land neben mindestens 2 Wochen Vaterschaftsurlaub einen Elternurlaub von je 2 Monaten für Vater und Mutter einführen. Und in der Schweiz haben wir beides noch nicht. Und da haben wir völlig bei Ihnen, da müssen wir mehr machen. Ich habe immer gesagt, mehr Kinder für die Schweiz, das ist so. Sonst das hat Zusammenhänge mit der AV. Das ist ja wirklich so. Das ist dann bedenklich. Müssen wir als Gesellschaft müssen wir dann das bedenken. Ja. Vielleicht auch die Frage ein bisschen der Generationensolidarität. Ich denke, dort können eben auch beide, alle Generationen miteinander helfen. Ich denke, die Jungen, die brauchen die AHV, wenn sie dann älter sind. Und andererseits brauchen die Jungen jetzt Unterstützung in einer Familienpolitik, die wirklich diesen Namen verdient. Ich denke auch, wir sind ein Entwicklungsland. Auch Kinderkrippen, es kostet alles sehr viel, es ist nicht so ausgebaut, wie es sollte. Die Vereinbarkeit, alle diese Themen. Aber ich denke, da ist wirklich auch, darum finde ich es auch wichtig, dass die Generationen nicht auseinander getrennt werden. Ich habe jetzt manchmal in dieser AHV-Diskussion, jetzt nicht hier, aber kommt das so manchmal irgendwie, die profitieren. Es gibt einfach ein Leben, da ist man jung und da ist ein Leben, da ist man hoffentlich, kann man das
das Alter genießen. Und ich finde es wirklich auch wichtig, dass diese verbindenden Elemente gestärkt werden und wir nicht da in eine Jung- gegen Alt-Diskussion kommen in dieser AHV-Debatte. Darum finde ich es eigentlich schön, jetzt diesen Link zur Familienpolitik zu machen. Es hängt eben am Schluss zusammen. Und die Frage der Pflege, ich denke auch, das ist gerade, Sie haben die Bauarbeiter erwähnt, es geben die Bauarbeiter, die haben dank den Gewerkschaften, die das erkämpft haben und erstreikt haben, gibt es eben wirklich auch dort Lösungen, die wir eben auch für andere Bereiche, eben Pflege ist auch ein harter Job, man hat das Gefühl, es sei weniger hart, ich will es auch nicht vergleichen, es sind unterschiedlich, aber es gibt eben auch in anderen Bereichen harte Jobs, wo man eben nicht bis 65, wie gesagt, also ältere Menschen heben mit 65 selber einen 80-Jährigen, das macht man, also das schafft man einfach, es schaffen ganz wenige noch. Es gibt solche Leute, die können das, aber da braucht es sicher auch eben flexiblere Lösungen, die dem Rechnung tragen. Ich frage ein letztes Mal, gibt es noch eine Frage oder Wortmeldung? Dann habe ich nochmals meine Eingangsfrage an Sie, bevor ich Sie dann zu Ihrem Schlussplädoyer einlade. Und zwar möchte ich, damit Sie nochmals wissen, worauf Sie jetzt reagieren müssen, möchte ich nochmals fragen, wenn Sie heute Abend jetzt abstimmen könnten, Sie sind jetzt zur Abstimmung eingeladen, würden Sie das Gesamtpaket, die Abstimmungsvorlage annehmen? Ja, dann erheben Sie doch bitte Ihre Hand. Da haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Letztes Mal waren es 13. Nein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Letztes Mal waren es 9. Eine kleine Verschiebung. Wer würde sich enthalten? 2. Wir haben Verlust. Letztes Mal waren es 3. Die Verknüpfung, wie beurteilen Sie die Verknüpfung? Finden Sie die richtig? Ja, dann erheben Sie die Hand. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eine Person mehr, letztes Mal waren es 7. Wer findet sie nach wie vor falsch? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Exakt identisch. Aber sie sind nicht beeinflussbar. Wem ist es egal? Die Person ist nicht mehr da, nicht mehr unter uns. Die Steuervorlage, was halten Sie von der Steuervorlage? Würden Sie die annehmen, wenn Sie separat darüber abstimmen könnten? Ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Auch eine kleine Verschiebung, das waren nämlich 12. Nein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, dieselbe. Wie vorhin, also vorhin waren es 5, jetzt sind 6. Enthaltung, das sind mehr, das waren nämlich eine Person, jetzt sind es 3. Und die AHV-Vorlage, würden Sie die annehmen, wenn Sie separat darüber abstimmen könnten? Ja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Das sind ein paar weniger, das waren 20. Nein. 1, 2, 3, 4, das sind gleich viele. Enthaltung? Eine Person. Zwei Personen. Ah, danke. Ja. Jetzt sehe ich es. Ja, das gibt ein ziemlich klares Bild. Wir haben also das Gesamtpaket hätten vor der Debatte eine Mehrheit angenommen. Die Verknüpfung fand aber eine Mehrheit von 15 Personen falsch. Die Steuervorlage wäre wahrscheinlich knapp durchgekommen und die AHV-Vorlage separat deutlich durchgekommen. Vor diesem Hintergrund möchte ich Sie nochmals fragen, warum sollte man in 12 Tagen oder bis spätestens nächsten Dienstag, wenn Sie brieflich stimmen, die Steuervorlage annehmen, Adrian Wüttrich? Ja, wir müssen diese Steuervorlage, die AHV-Steuervorlage annehmen, weil sie Lösungen bringt für zwei Problemfelder, Unternehmenssteuer und AHV. Wir können uns da viele Probleme vom Hals
haben, wenn wir eben Ja sagen. Wir haben ein Problem, wenn wir diese AV-Zusatzbeiträge nicht haben, und wir haben ein Problem, wenn wir die Unternehmenssteuern nicht reformieren. Deshalb empfehle ich ein pragmatisches Ja zu diesem Kompromiss. Und letztlich ist es ein Kompromiss, und ein gut schweizerischer Kompromiss, den es sich lohnt, jetzt zu unterstützen. Vielen Dank, Frau Steidle. Der gute schweizerische Kompromiss, da muss ich sagen, das ist so, wie wir unser Land müssen führen, mit guten schweizerischen Kompromissen, Lösungen. Das zeigt auch, dass ich nicht neben Herrn Willi hier hocke, sondern neben Herrn Füttrich. Das ist nicht Partei eigentlich scharf. Es sind Lösungen, wo gewisse Parteien jetzt geknüpft haben, und das ist etwas, was man muss unterstützen. Es ist finanzierbar für die Städte. Wir werden nicht leiden von Ausfällen, wo wir einfach nicht aus der Ruder gehen. Und wir werden auch weiter attraktiv sein für Arbeitsplätze. Wir haben es gehört, wir brauchen nicht nur Leute, wir müssen auch Arbeitskräfte, gute Arbeitskräfte können ansiedeln. Und deshalb ist am 19. sollte diese Unterstützung von der Mehrheit da sein. Warum wären wir besser beraten, wenn wir ein Nein einlegen würden, Frau Imboden? Ich glaube, der Konsens ist sehr hoch, dass wir bei der AHV eine Lösung finden müssen. Das finde ich, ist mir wirklich persönlich sehr wichtig. Es hat ja auch das Abstimmungsergebnis gezeigt. Von dem her kann man Nein stimmen, weil beim Steuerteil, es ist alter Wein in neuen Schläuchen. Es ist keine neue Lösung. Wir haben weiterhin einen Steuerwettbewerb. Es gibt neue Schlupflöcher. Wir haben jetzt nicht diskutiert über diese Patentbox. What the hell ist eine Patentbox? Nur schon diese Geschichte. Und wirklich unter dem Strich werden in den Kantonen 2 Milliarden Franken fehlen. Das sind nicht meine Zahlen, das haben wir auch vorhin hier gehört, das steht offiziell. Das ist das, was die Kantone planen, und das wird auf der Kosten der Bevölkerung ausgetragen, wenn es weniger öffentliche Gelder hat in der Pflege, im sozialen Bereich, und das wird wehtun. Darum denke ich, ist Nein die richtige Antwort. Herr Willi, warum sollten wir ein Nein einlegen? Vielen Dank. Weil es eben gerade kein schweizerischer Kompromiss ist, sondern man hat sich das erkauft. Man stelle sich einmal vor, man hat drei Parteien, die jeweils 30% haben im Parlament, und alle wollen Geld. Und dann schließen sich zwei zusammen und sagen, ja, wir geben uns gegenseitig Geld, aber die restlichen 30% lassen wir einfach weg. Das ist eine Art, die man, ja, so macht man keine Politik, und nicht in der Schweiz in einem System, wo man direkt demokratische Mittel hat. Das kann man in einer parlamentarischen Demokratie machen, das ist dort auch normal, aber nicht hier, denn es untergräbt eigentlich unser System, und deshalb sollten wir diese Verknüpfung, die ganze Vorlage somit ablehnen und dann diese separat behandeln, denn da besteht Konsens, wir müssen in beiden Bereichen handeln. Ich danke Ihnen allen für Ihr beherztes und engagiertes Debattieren und Diskutieren heute Abend. Ich danke auch Ihnen allen, verehrtes Publikum, fürs Mitdenken und Mitdiskutieren. Und ich danke insbesondere auch dem Team des Politforums, Thomas Göttin, Stefanie Schüppach, Susanne Goldschmidt und Christian Michel, für die ganze Organisation. Wir haben noch ein kleines Dankeschön für Sie, eine kleine Erinnerung, nämlich den Politforum Lebkuchen. Oh. Willst du den verteilen? Dankeschön. Gut. Also noch einmal Happy Birthday. Ich sage gerne noch ein Wort dazu. Besten Dank auch von unserer Seite. Danke vielmals. Der Lebkuchen ist das letzte Mal in dieser Form, weil wir werden das Erscheinungsbild ändern, und das nächste Mal gibt es dann einen anderen, etwas farbigeren. Und dazu kommt noch etwas anderes. Klar, Adrian Wüttrich hat offenbar, haben wir nicht gewusst, Geburtstag. Deshalb haben wir noch die Möglichkeit, ihm ein kleines Extra-Geschenk zu bringen. Wir hatten da leider keine Karte und keine Kerze. Aber wenn Sie dann mögen, beim Apero können wir dann noch singen. Also, damit wünsche ich Ihnen auch einen schönen Abend. Wenn Sie Lust haben, mehr zu erfahren, dann können Sie den Newsletter abonnieren. Und in einer Woche, am 15. Mai, haben wir die Ausstellung zum Thema «Wozu wählen?». Dann können wir uns auch über die Fragen, was für ein Parlament wir wollen, ein halbes Jahr lang unterhalten und die Dinge ändern, die vielleicht jetzt da in der Frage Kompromiss oder nicht allen gefallen haben oder eben doch. Schönen Abend. Merci.